Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge unseres Let's Play Green Project. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass das Anbauen hier mit den Feldern eigentlich gar nichts mehr bringt, weil wir haben, dadurch, dass so viele Eichhörnchen da sind, definitiv genug zu essen. Im Gegenteil, die Eichhörnchen sind eher ein Problem, weil die würden uns, wenn wir da was anbauen, das eh alles wegfressen. Von daher, ja, bringt's nicht wirklich was. So, 7 Eichhörnchen haben wir hier noch. So viel können wir jetzt gar nicht essen. Jetzt bin ich aber am Überlegen, was war denn, was wollten wir denn eigentlich jetzt hier machen? Genau, unsere Katze braucht noch eine Ratte. Hier sind Hühner noch, Eidechse, Eichhörnchen und gucke mal einer an, ein totes Huhn. Und der Pilz ist weg. Genau, das wollte ich nämlich gucken. So, das haben wir. Da kann sich dann das Grünzeug wieder ausbreiten. So, ist hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Noch eins. Komm, kleines Küken, das überlebst du hier nicht. Dich sammeln wir mal wieder ein. So, hier ist schon wieder die Straße, genau. Ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass man hier in die alten Ruinen und so weiter nicht abreißen kann. Und dann ersatzweise vielleicht vielleicht die Straßen reparieren oder vielleicht auch das ein oder andere Auto reparieren. Das wäre doch lustig. Das ginge. Hier mit dem Auto durch die Gegend fahren. Braucht man nicht so lange laufen. Die Frage ist natürlich dann auch, wie sieht das mit dem Sprit aus? Ist hier vielleicht noch irgendwo eine Tankstelle, wo noch irgendwas drin ist, aber da habe ich meine Zweifel nach 300 Jahren. Ich denke mal, da ist alles, was noch benzinmäßig ist, schon verflogen. Ach, guck mal an. Was war das mit der 4, genau. Hey! Ja, F4. Ich habe es wieder vergessen.
das mit den F-Tasten ist. Aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen. Die ist noch nicht so weit. Die auch noch nicht. Die ist auch noch nicht so weit. Die hier auch nicht. Gut, das haben wir auch. Ja, müssen aufpassen. So allmählich geht uns nämlich die Puste aus hier. Schon wieder ein Eichhörnchen. Was willst du hier? So, davon haben wir zwei. Die kommen hier rein. Dann haben wir 41 von 99. Okay. Genau. Jetzt müssen wir hier mal bei. Ja, die bringen unheimlich viel, ne? Mit 75. Das heißt, die werden wir nicht aufgegessen kriegen. 2 Tage, 2 Tage. Jetzt weiß ich nicht, wenn man sie anknabbert, ob sie dann nochmal 2 Tage. Da hinten ist ein Eidechse. Hinterm Schrank. Auch nicht schlecht. Ja gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Selbst beim Schlafen ist die Vergiftung schlimmer geworden. So, das weg. Hier was essen. Und was trinken. Wir haben so viel zu essen. Das sind erst 5, da brauchen wir 10 von. Von denen haben wir 13, das reicht schon. Und von den Brettern haben wir auch noch genug. Somit erstmal alles gut. Dünger haben wir nicht, nein. Aber wir haben von denen welchen. Das heißt, wir können wieder mal einen Baum fällen. Und das können wir sammeln. Aha.
sehe gerade was. Da ist schon wieder ein Eichhörnchen, oder das ist immer noch das Gleiche, was jetzt nicht mehr rauskommt. Ich würde dich ja nehmen und raustragen. Ich würde dich ja leben lassen. So, Katze, du kriegst jetzt... deine zerlegte Ratte. Nee, nicht zerlegte. Tote Ratte. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie dann macht. Katze, wo rennst du hin? Genau, das Fleisch lasse ich den oder der. Magst du das auch? Jawohl. Sehr schön. Streicheln kann man sie auch. Ist ja süß. Ha. Komm mal her hier. Oder bist du satt? Kann das sein? Katze, wo bist du? Da? Willst nicht? Okay. Nein, das Huhn wollte ich nicht haben. So, gut. Dann werde ich mal zusehen, dass ich hier einen Happen esse. ...23 Stunden. Aha. Aber die Hühner lässt es in Ruhe. Das finde ich cool. So, Katze, dann komm mal her. Dann bleibst du hier drin und sorgst für... sorgst dafür, dass hier...
Was? Von denen habe ich auch noch welche. Du bist ganz schön verfressen, weißt du das? Was? Noch 6. Ach, guck mal, von denen haben wir wieder welche. Katze, kommst du nicht mit rein? Vierundvierzig. Und? Okay, die kann also einfach so hinterherkommen. Dann würde ich sagen, so. Und nach hier war ja nichts mehr, aber zur anderen Seite. So, dann pflanzen wir hier noch einen hin. Genau. Aha, sie hat mal wieder was gefunden. Räumt aber richtig ab hier, ne? Oh, jetzt will sie nicht mehr. Okay. Ich hätte hier vielleicht noch einen Salamander.
Okay. Ich habe nichts mehr. Gut. Oh. Die Haut nehme ich. So, dann mal, da kriegst du. So, komm, dann gehen wir mal hier rum. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwie was ist. Guck mal hier. Ach nee, das ist ein Huhn. Hier unten ist ein Salamander. Gut, hat sie auch gefuttert. Dann bringen wir doch mal ein bisschen was nach Hause. Also ist ein interessanter Aspekt, dass jetzt die Eichhörnchen wieder weniger sind. Also jetzt würde es doch wieder gehen mit dem Anbauen. Das da rein, das da rein, das da rein. Das können wir essen. Das können wir auch essen. Nee, das behält die Zeit. Also das ändert nichts an der Sache. So, hier können wir das noch reinpacken und das noch reinpacken. Ja, und wenn unser Kätzchen weiter so fleißig ist, dann haben wir bald unsere Winterklamotten zusammen. So. Genau. Und jetzt kann man mich beigehen. Aber ins Haus scheint sie nicht zu kommen. Gut, das haben wir. Okay. Genau, wir hatten gesagt, 99 Steine reichen erstmal. Das ist schon wieder Hunger, ja.
Ja, dann wissen wir, wofür die Katze gut ist. Nämlich zum Eichhörnchen fangen. Und Leguane und Käfer und so weiter und so fort. Allerdings frisst sie die dann auch direkt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und dieser Aufnahmesession. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.